Die Linke hat sich mal wieder als hellseherisch erwiesen im Landtagswahlkampf, der noch nicht gut zwei Jahre zurückliegt. Wir haben gesagt, wer grün wählt, wird sich schwarz ärgern. Und das hat sich jetzt bewahrheitet. Wer grün wählt, wird sich schwarz ärgern. Das gilt nicht nur für diejenigen Anhängerinnen und Anhänger der Grünen, die guten Glauben auf einen Politikwechsel in Grünen gewählt haben. Das gilt auch für diejenigen konservativen Parteien hier an der Saar, die die Grünen als Koalitionspartner erwähnt haben. Wir konnten doch jetzt zwei Jahre beobachten, wie sich CDU und FDP über ihren Koalitionspartner immer schwarz geärgert haben. Insofern waren wir auch an dieser Stelle hellseherisch. Und was die Grünen angeht, die Grünen haben ja die Neigung, Nachhaltigkeitspreise zu verleihen. Und Nachhaltigkeit ist ja ein zentraler Begriff. Wir können feststellen, kurz und bündig, Jamaika hat den Nachhaltigkeitspreis nun wirklich nicht verdient. Diese Koalition war von Anfang an ein totgeborenes Kind. Sie konnte deshalb nicht zum Vorteil unseres Landes arbeiten, weil die miteinander in der Regierung verbündeten Partner schlicht und einfach nicht zusammenpassten. Es kann keine Regierung geben, wenn die einen das wollen und die anderen jenes wollen. Und das war von Anfang an das Problem der Jamaika-Koalition, die aus purem Machterhalt und aufgrund merkwürdiger Vorgänge im Vorfeld der Landtagswahl überhaupt zustande gekommen ist. Koalitionen gründen sich auf eine gemeinsame Politik und nicht darauf, dass irgendwelche Personalabgaben vor irgendwelchen Wahlen getroffen werden. Dass dieser Grundsatz gilt nicht nur für die Jamaika-Koalition, sondern auch heute brennende Aktualität. Koalitionen gründen sich auf eine gemeinsame Politik und wir fragen nach der gemeinsamen Politik für dieses Land und wir sagen, dieses Land braucht einen Politikwechsel und die Linke steht nach wie vor für diesen Politikwechsel. Sollten die Sozialdemokraten sich für die Koalition mit der CDU entscheiden, dann werden sie natürlich ihren Wählerinnen und Wählern und ihren Anhängerinnen und Anhängern erklären müssen, warum sie mit dieser Partei eine Partnerschaft eingehen, von der sie jetzt seit über 10 Jahren sagen, dass sie das Land in das Desaster geführt hat und im Grunde genommen nicht geeignet ist, den Politikwechsel hier an der Saar auf den Weg zu bringen. Und sachlich mit der Entwicklung auseinandersetzen. Ich rufe die Linke dazu auf. Denn auch wie immer die Entscheidung aussieht, es muss die Grundlage für eine Zusammenarbeit auch in der Zukunft nicht verbaut werden. Der Schlüsselbegriff, um den es hier geht, ist der Begriff der Schuldenbremse. Und dazu muss ich dann heute etwas sagen. Die Schuldenbremse ist nicht irgendein Begriff, ein technischer Begriff der Politik, sondern die Schuldenbremse verdichtet eine Politik, die in den letzten 10 Jahren kläglich gescheitert ist und so viel menschlichem Leid geführt hat, nämlich sie ist eine Kopfgeburt des Neoliberalismus und deshalb kann eine erfolgreiche Politik auf der Grundlage dieser Schuldenbremse überhaupt nicht gemacht werden.